Willkommen zu Part 35 und dem 26. Spieltag in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. Nachdem wir am Ende des letzten Spieltags die deutsche Meisterschaft gesichert haben, starten wir nun in die Schlussphase der Bundesliga-Saison. Die Ausstellung vom VfL Wolfsburg. Im Tor mit Nummer 1 Diego Benaglio, 2 Patrick Ochs, 3 Arne Friedrich, 4 Marcel Schäfer, 6 Alexander Repp, 7 Josui, 10 Thomas Hitzlsperger, 18 Mario Mandzukic, 25 Chris, 26 Chioje Kalche und Kalle und 33 Patrick Helmes. Die Aufstellung des FC Bayern München. Im Tor mit Nummer 1 Manuel Neuer, 2 Andreas Beck, 7 Franck Ribéry, 10 Arjen Robben, 17 Jerome Boateng, 21 Philipp Lahm, 25 Thomas Müller, 28 Holger Badstuber, 30 Luis Gustavo, 31 Bastian Schweinsteiger und 33 Mario Gomez. Herzlich willkommen in der Allianz Arena München zum 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2012-2013 auf FIFA 11. FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg. Viel Spaß. Gomez stößt an. Und los geht die Partie. Weg. Robbe. Zurück ins Zentrum zu Gustav. Oh. Wolfsburg im Ballbesitz. Robben. Beck. Robben. Müller. Gomez, der zieht mal ab. Gustavo. Oh. Spielt mit sich selber. Boateng. Das war schwach, Jungs. Mandzukic. Wie? Freistoß Wolfsburg. Wer schwer die schnell Taschen ins Bein gestellt. So, mal gucken. Hitzlsperger. Lang ist's hier. Back! Boah. Selbstloser Einsatz für den FC Bayern. Josui, Ribéry unterbindet das Passspiel. Einwurf Wolfsburg. Gomez. Oh, in dem Moment, wo ich A gedrückt habe, läuft er ins Abseits. Unglaublich, aber wahr. Und Thomas Müller. Robbe. Gut. Boateng. Klärt für die Bayern. Gomez. Repariert auf der Links. Außen. Gomez. Robben. Eieiei. Back. Robben. Müller. Gomez. Allein auf dem Weg zu Benaglio und dem 1:0. Ja! Tor für die Bayern! Torschütze mit Nummer 33, Mario Gomez. Wiederholung. Die läuft. Gomez allein auf Benaglio und vollstreckt. Eiskalt. Neuer Spielstand, FC Bayern München 1, VfL Wolfsburg 0. Boateng. Robben. Ui, oh, Schweinsteiger. Verhindert Schlimmeres. Müller geht rechts vorbei. Nein, da war noch ein Fuß eines VfL Abwehrspielers. Fehlpass.
Wolfsburg im Ballbesitz, aber Müller bleibt dran. Gustavo. Robbe. Er spielt sich alles hier im Zentrum des VfL. Der VfL-Hälfte ab. Bei diesem Kundenmodul wundert mich nicht, warum Wolfsburg jetzt im Ballbesitz war. Schweinsteiger. Ribéry. Über Ribéry zu Gomez. Die Abwehr steht gut, das VfL. Steht richtig gut. Wir haben ja 25 Schuss. Jawoll! Wo ist der? Warum haben die wieder dabei? Müller? Was hast du getan? Gustavo. Schweinsteiger. Müller. Gustavo. Robben. Flanke auf Gomez. Abgefangen von Benaglio, dem schweizerischen Nationaltorhüter. Robben. Einwurf. Wolfsburg. Abgefangen von Müller. Doch der kann nicht rechts vorbeigehen. Chris. Auf L bleibt im Ballbesitz. Hier ist Helmes am Ball. Er kommt über die linke Seite. Auf die linke Außen zu Hitzelsberger. Josué. Schweinsteiger. Hitzelsberger. Bartschuber mit dem Kopfball. Zur sicheren Klärung der Situation. Gomez im Abseits. Also Planänderung. Aber nicht so. Schweinsteiger. Müller muss es alleine machen, weil Gomez im Abseits stand. Doch jetzt kann er rüberspielen. Oh, jetzt steht der Müller im Abseits. Zum zweiten Mal schon, Leute. Müller ist ein Abseitsgänger. Komm. Wo? Benaglio aber weit draußen. Schweinsteiger. Gomez. Müller. Jetzt kann das doch was machen. Und Benaglio. Ecke für die Bayern. Schöne Aktion. Ganz sicher pariert von Benaglio. Kann man das nach hinten spielen? Auch eine gute Lösung. Robben. Und Benaglio. Nochmal Ecke Bayern. Gustavo Gomez. Robbe. Nein, Neo. Und Müller zum dritten. Man sagt ja, alle gute Dinge sind drei. Aber Abseits ist kein gutes Ding. Benaglio, Freistoß. Auf Ribéry. Also. Ball kommt wieder. Und. Robben. Müller. Gomez. Gomez! Oh. Clap. Boah, lass uns doch den jetzt so da rumspazieren. Schweinsteiger. Gut so. Gomez. Und wieder Müller. So. Jetzt machen es doch mal endlich. Und Benaglio. Der ist gut. Tor! Diesen Ball kann selbst Benaglio nicht halten. Ja. Ja. Tor. Was für eins. Hier kommt's doch mal. Die Super-Ecke von Robben. Auf das Hirn von Gomez. Unhaltbar in den Winkel. Halbzeit 2-0. So, kurz erschlafen. Und ab zu Halbzeit 2. Mandzukic. FIFA 13 spielen wir zusammen. Müller. Aufpassen!
Boateng. Jawoll. Kommt im Ballbesitz. Schweinsteiger. Ribéry. Müller. Gomez. Das ist doch ein Freistoß. Gustavo, Robin. Und da passt er schon. Ribéry. Gomez. Torabschluss. Und Bernardo hält wieder. Robin macht mir das Leben schwer. Habe ich jetzt Robin gesagt oder Bernardo? Ich korrigiere, falls ich Robin sage. Ich bin. Ah, der kommt fast durch. Der durchgekommen wäre, dann hätte es aber gerappelt. Einsteiger. Robin. Gomez. Und Bernardo. Der ist gut. Samu, Bernardo, wie lange hast du eigentlich Vertrag? Aber ich hab doch schon mit neuer Nummer 1. Auf sich, der Bernardo mit der Bank zufrieden geben würde beim FC Bayern bei FIFA 13. Gomez. Eine Linie der Starke von Hoffenheim. Boah, Pfosten und Bernardo verhindern das 3:0. Gustavo. Boateng, Torschütze? Nein, aber Kopfschütze. Ribéry. Robben. Die meisten Tore durch Eckball kamen von der Seite von Robben. Boateng. Schweinsteiger. Ribéry. Müller. 3:0. Bernardo. Endlich geschlagen. Oh, wie ist das schön. So, ich entscheide mich jetzt. Ich werde am nächsten Spiel ist ja Champions League Achtelfinale Hinspiel. Genau, weiß ich noch. Genauso wenig wie ihr. Will mich mal mit euch überraschen lassen. Dann am 27. Spieltag werde ich diesen Jungs da freigeben. Heißt, es wird Butt ins Tor kommen. Rafinha van Beuten, Breno, Contendo. Da muss ich mir gerade überlegen, wie die alle heißen. Pranjic, Timoschuk. Moment. Fehler, Tor, Doppelpack, Müller. Timoschuk, dann rechts außen Groß und links der Alaba. Und dann in der Sturmspitze Petersen und wer ist noch der andere? Olic, der künftige Wolfsburger. Also, in FIFA 12 ist er noch Bayern spielt. Er ist von FIFA 12 aus. Ich weiß, dass er für Wolfsburg spielt. Wir sind ja schon im Januar 13. Durch das Aufzeichnen. Er hat keiner, der abbricht, nur weil FIFA 13 draus ist. Und das schön beenden. So wie ich es angefangen habe. Schön sachlich zu Ende bringen. Währenddessen schieße ich mal das 15er mit Gomez. Ganz ehrlich, 2:0 hätte gelangt, weil Bernardo richtig stark war. Aber jetzt habe ich wieder meinen Lauf. Ich bin auf der Tanze. Schöner Strahl. Spielerwechsel bei VfS Wolfsburg. Es kommt der Spieler mit der Nummer 9.
Radjan Lakic. Für 18 Mario Mandzukic. Bei Bayern hat er ja die 9. Gomez. Der hat ja heute 2 Tore geschossen. Wie Gladbach. Gustavo. Schweinsteig. Ribéry. Boah, lass er sich den Ball abnehmen. Wo gibt's denn sowas? 13 Minuten. Wir stecken sie, es ist noch was zu machen. Lakic. Tor! 6:0! Tor! Und er jubelt im Tor, der Gomez. Uri, wir sind der FCB, Uri. Wir sind Meister und wir holen den Pokal, doch damit habe ich nicht genug, denn ich will noch die Champions League. Gott sei Dank, ja. Dankeschön. Dass du mir die Null so festhältst. Komm es, Müller! Oh, geh vorbei, komm Junge! Boah. Das kommentiere ich mal nicht. Besser für die Gesundheit. Ribéry, musste diese Showanlage wirklich sein? Nach so einem Spiel? Nee, das ist nett. Oder Gomez. Man bleibt immer noch fair. Schweinsteiger! Boah! Kracher! Ribéry! Beck, warum köpfst du aus dieser Position? Das kann nichts werden. Beim besten Willen ich nicht. Außer Benaglio schläft. Mit einem Blitzschlaf. Dann funktioniert der Kumpel. Ribéry. Kommt noch ein 7:0. Vor dem Schlusspfiff. Nein. Ich sag jetzt nein oder doch. Tor! Und was für ein... Luis Gustavo macht doch noch vorm Schlusspfiff das 7:0. Hier kommt der Kopfballabwehrversuch. In der Brust angenommen und mit rechts abgezogen. Geiles Hörnchen. Lecker. Was? FC Bayern München schlägt den VfS Wolfsburg im eigenen Stadion mit 7:0. Da waren es nur noch 8 Spiele bis zum Saisonfinale. Ich verabschiede mich aus der Allianz Arena und schaue gemeinsam mit euch, was uns morgen für ein Gegner in der Champions League erwartet. Da ich ja Gruppensieger bin, müsste ich ja zuerst auswärts ran. La 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 la. Oh, ich muss aufhören. Und wir spielen bei den Glasgow Rangers. So. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Bis morgen. Tschüss.